Sonne geht unter. Genauso wie das Jahr 2017 zu Ende geht. Und deshalb sitze ich mal hier und möchte mich mal bedanken für das ganze Jahr 2017 auf dem Kanal mit euch, mittlerweile fast 100 Leuten. Und wir haben ein paar coole Sachen erlebt, gemeinsam sozusagen. Wir haben das iPhone X Unboxing gemacht, das jetzt leider erst vor einer Woche kam. Obwohl ich es jetzt schon fast 2 Monate habe, das Gerät. Und ja, das MacBook Pro 15 Zoll mit Touchbar, die USA-Reise, die sich ja auch ewig verspätet hat, aber sie kam dennoch, wenn auch nicht so, wie ich wollte. Es ist einiges schief gelaufen und kam zu spät und, aber dennoch, es hat irgendwie alles geklappt in dem Jahr. Für 2018 will ich auf jeden Fall das Pünktliche alles hinkriegen und auch die Videos von der Qualität her verbessern. Das ist so mein Ziel und irgendwie das, was ich an euch weitergeben möchte. Und deshalb verfolgt den Kanal weiterhin, weil es wird jetzt für mich auf jeden Fall ziemlich stressig, noch die nächsten 5-6 Monate schulisch. Aber danach habe ich ziemlich viel Zeit und die Zeit werde ich auf jeden Fall dem Kanal zugutekommen lassen. Und ja, wir werden ein paar coole Sachen nochmal auf jeden Fall machen. Und ja, also würde ich aber trotzdem sagen, schauen wir uns doch nochmal so etwas genauer an, was wir 2017 erlebt haben. 2017 hat angefangen mit dem 10 Jahre Jubiläum vom iPhone. Und ja, 2007 wurde das erste iPhone vorgestellt und wir haben jetzt ein iPhone X, mit dem ich das Ganze hier leider aufnehme, ansonsten würde ich es euch nochmal zeigen. Dann haben wir eine USA-Reise gemacht, also ich eigentlich im April. Das Ganze ist für euch im September, Oktober erst online gekommen, aber es gab verschiedene Schwierigkeiten, habe ich euch ja erklärt, erst mit Final Cut. Genau, ich schneide jetzt einmal meine Videos mit Final Cut, ist auf jeden Fall sehr komplex, muss ich mich erst reinarbeiten. Dann haben wir das neue MacBook Pro, 15 Zoll mit Touchbar auf jeden Fall, habe ich ja schon erwähnt. Mit dem lässt sich jetzt auf jeden Fall viel schneller schneiden und viel präziser. Das ist echt ein richtig krasser Unterschied zu dem 13 Zoll MacBook Pro 2011. Und ja, dann hatten wir auf jeden Fall noch andere richtig coole Sachen. Zum Beispiel 2016 hatten wir das iPhone SE Unboxing. Das war auch ein verdammt geiles Gerät. Und da wird ja auch bald ein SE 2 kommen, 2018. Ich weiß nicht, ich denke, ich werde es mir nicht holen, da ich jetzt das 10er habe und ich bin echt zufrieden damit. Wenn es auch bei mir anfangs Schwierigkeiten gemacht hat, aber die hat Apple mittlerweile perfektioniert. Wie man es eben von Apple erwartet und auch wünscht. Bei so einem teuren Gerät, das sollte eigentlich keine Fehler haben und dennoch hat er es ein paar, aber die haben sich über die Software regeln lassen. Und ja, dann 2017, wie gesagt, das Jubiläumsjahr mit dem Jubiläums-iPhone und unserer USA-Reise. Der Vlog in Leipzig war ja noch davor, wo man uns dann auch das erste Mal gesehen hat vor der Kamera. So, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sind wir mal am Leipziger Bahnhof, würde ich sagen. Richtig. Wir haben halt unser ja, das macht es auch komplexer, weil jetzt kann man natürlich nicht mehr sagen, ja, scheiß drauf, ich nehme abends irgendwie die Tonspur auf und lege das zusammen und gut ist. Nein, jetzt muss ich mir irgendwo einen geilen Play suchen, wie hier, um das aufzunehmen. Ich muss schauen, dass das passt. Ein Stativ und. Mein geiler 3-Fuß. Hier einen Fuß abgebrochen, erstmal ein anderes Stativ besorgen und so. Und deswegen wird das jetzt im Schnitt auch knapp mehr. Und ja, dann Internetanbindung, lauter solche Sachen, das waren alles Probleme so in dem Jahr und ich hoffe, dass das 2018 wesentlich besser funktionieren wird.
Zudem, wer es nicht wirklich weiß, ich habe ja ein Video hochgeladen, Gewinnerpreis, Jugendmedienpreis. Ja, ich habe beim katholischen Jugendmedienpreis gewonnen. Und da bin ich natürlich relativ happy drüber. Was heißt relativ? Ich bin total happy drüber. Und das war auch eine Menge Arbeit. Wer das Video gesehen hat, das ist meiner Meinung nach echt geil geworden. Da sieht man auch, dass man wirklich Aufwand und Zeit rein investieren kann, wenn man das hat. Da waren halt 6 Wochen Sommerferien, haben voll dran geglaubt. Und hier für so ein Video 6 Wochen, wenn ich bräuchte, das wäre schon krass. Und ja, wenn der Kanal mal größer ist, dann wird sich das auch verbessern. Alles auf jeden Fall, wenn ich dann auch mehr Zeit dafür habe, wie gesagt, ab Juni ungefähr. Und dann halt auch das Können in Final Cut und mit dem MacBook und. Das sind lauter so Sachen, die so Komponenten, die zusammenspielen müssen, die es Anfang 2017 einfach noch nicht gegeben hat, aber jetzt gegeben sind. Und mittlerweile kenne ich mich eben mit dem Programm etwas besser aus. Immer noch nicht perfekt, aber ich weiß, es ist das so und hier und das und das. Und ja, das ist so das, was ich verbessern will auf jeden Fall. Jetzt abschließend nochmal ganz kurz ein fettes Danke an alle, die 2017 den Kanal hier verfolgt haben. An alle, die die Videos immer kommentiert haben, die uns das Feedback gegeben haben, um diesen Kanal besser zu machen. Unser Ziel für 2018 ist ganz klar, bessere Videos und einfach die Qualität nochmal zu steigern. Es kommt halt wirklich auf das Können drauf an. Da muss ich mich reinarbeiten. Das werde ich tun. Und verzeiht's mir bitte, wenn ich für ein Video einfach länger brauche oder so und das nicht klappt und das. Ich bin halt echt gerade schulisch ziemlich eingespannt und das iPhone X Unboxing wäre schon viel früher gekommen. Ich habe das mit dem iPhone 7 aufgenommen gehabt und dann, zack, habe ich das weggegeben, verkauft für das iPhone X natürlich, damit ich das irgendwo auch gebacken kriege, geldtechnisch. Und dann war das wieder und hier und dann musste ich das wieder rausziehen, dann ist mir aufgefallen, das Format ist falsch, das wieder drehen, umwandeln und irgendwann, ich dachte, das muss jetzt raus noch dieses Jahr, deswegen passiert jetzt was. Und das hoffe ich, dass ich das 2018 vermeiden lasse. Und das ist mein Ziel, und euch da mitzunehmen auf geile Erfahrungen mit dem Kanal, mit geilen Apple-Produkten, mit vielleicht geilen Reisen. Wir werden mehr Vlogs machen, ich werde es versuchen. Und ja, danke, danke, danke. Das war's. Guten Rutsch ins Jahr 2018. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Bye.